1978 bereiste Malcolm Douglas Neuguinea in einem 5-Meter-Boot. Die rund 4000 Seemeilen lange Fahrt damals dauerte 80 Tage und endete am Fly River in Papua-Neuguinea, wo er mit den Sumpfbewohnern dieser abgelegenen Gegend lebte. Er wusste, eines Tages würde er dorthin zurückkehren. Und nun, 12 Monate später, ist es soweit. Malcolm setzt seine Erkundungen fort. Mit dabei ist Les Anwell, ein Freund aus Sydney. Zuerst fliegen wir nach Daru, einer Insel vor dem Festland Neuguineas nördlich der Spitze Australiens. Von Daru geht's hinüber nach Kadawa, einem Küstendorf. Einige Wochen später wollen wir uns wieder ins Sumpfgebiet am Fly River vorarbeiten und danach in Richtung Osten in das Dorf Makapa. Schließlich besuchen wir die atemberaubenden Wawoi-Wasserfälle. Nur wenige Europäer sahen bis jetzt dieses Naturschauspiel. Uns interessiert das Leben der Menschen entlang der Küste, das noch sehr den überkommenen Bräuchen unterworfen ist. 2 Monate lang reisen wir von Dorf zu Dorf und werden, wie wir hoffen, dabei wieder viele ungewöhnliche Abenteuer erleben. Daru ist das Verwaltungs- und Handelszentrum der westlichen Provinz von Papua-Neuguinea. Am Strand ist immer was los. Hier landen die Leute vom Festland, kommt ihre Kanus an. Von hier fahren sie zurück in die Dörfer. Oft dauert eine solche Reise mehrere Tage. Da wird das Kanu zum schwimmenden Zuhause. Große Körbe voller köstlich schmeckender Mud Crabs, Schlammkrabben, einer beliebten Handelsware, werden bei Ebbe an den Strand gebracht. Während wir auf unser Boot warten, das aus Port Moresby kommen soll, mischen wir uns unter die Menschen. Genießen frisches Obst, Fische und Krabben. Die Krabben sind wirklich frisch und für 10 Cent das Stück fast geschenkt. Jetzt, am Ende der Trockenzeit, verlassen die Barramundi den Fly River. Auf ihrem Weg zu den Laichplätzen schwimmen sie westwärts die Küste entlang. Die Netze der Küstenbewohner sind nun tagtäglich gut gefüllt. Die Fänge bringen sie nach Daru. Dort eingefroren geht der Fisch weiter in die australischen Städte. Unser Boot, den Außenbordmotor und die Ausrüstung haben wir vor Monaten in Sydney als Frachtgut aufgegeben. Aber eine Woche warten wir nun schon wieder auf das Schiff, das die Sachen aus Port Moresby hierher schaffen soll. Endlich ist alles beisammen. Wir wollen keine Zeit mehr verlieren und Daru verlassen, um das Festlanddorf Kadawa zu erreichen. In diesen Küstendörfern, meist weniger als 100 Kilometer von Australien entfernt, führen die Bewohner ein Leben, das sich von dem eines durchschnittlichen Australiers enorm unterscheidet. Die Menschen wirken auf uns entspannt, so als hätten sie keine größeren Probleme. Alles, was sie brauchen, liefern das Meer und ihre Gärten. Zeitgleich mit uns erreicht ein Handelskanu von der Kiwai-Insel im Fly River Delta das Dorf. Natürlich sind wir scharf darauf, frische Mangos, Bananen und Ananas und Krabben einzutauschen. Sago, für die Menschen in dieser Region Hauptnahrungsmittel, ist das wichtigste Handelsobjekt. In der Nähe Kadawas gibt es keine Sago-Palmen und man ist auf den regelmäßigen Nachschub durch die Stämme im Fly River-Gebiet angewiesen.
Hochbeladen verlassen die Kanus Kadawa in Richtung Daru, dem wichtigsten Umschlagplatz für Waren aller Art. Die Kanus sind bemerkenswert gut konstruiert. Mühelos und sicher transportieren sie Menschen, schwere Lasten und Handelsware. Frisch gefangenen Barramundis kann Malcolm einfach nicht widerstehen. Ihre Größe ist jedoch oft problematisch für uns. Die Netze werden an der flachen Küste ausgeworfen. Kommt die Ebbe, warten die Fischer hinaus und bergen den Fang. Industriell wird die Barramundi-Fischerei erst seit kurzem betrieben. Doch so gibt es für einige Fischer mehrere Monate im Jahr ein regelmäßiges Einkommen. Die Fischgründe sind exakt aufgeteilt. Ist ein Netz ungenau ausgelegt, kann es schon mal Ärger geben zwischen verschiedenen Stammesgruppen. Fangzeit ist ausschließlich im Frühjahr. Dann kommen die Fische mit dem Hochwasser näher ans Ufer heran. Nach der Flut, speziell nachts, ist das ganze Dorf auf den Beinen, um die Netze zu leeren und den Fang zum Einfrieren nach Daru zu schaffen. Kanus sind das lebenswichtige Transportmittel für alle Küstenbewohner. Hier in Kadawa findet man zwei Bootstypen. Da sind die kleinen Einbäume mit Ausleger und einfachem Segel, das heute meist aus Sackleinen besteht. Segel, traditionell aus Binsen geflochten, sieht man nur noch selten. Mehr noch gefallen uns die langen, eleganten Doppelausleger-Kanus. Sie tragen zwei Masten und werden Motu-Motu genannt. Nur in 5 Dörfern dieser Küstenregion werden sie gebaut. Nirgendwo sonst in Papua-Neuguinea findet man sie. Segelform und Masten, so sagen die Einheimischen, seien denen der portugiesischen Boote nachempfunden, die vor 350 Jahren diese Gewässer erforschten. Mit solchen Booten und einer mindestens 12-köpfigen Mannschaft macht man Jagd auf Schildkröten und Seekühe, segelt zum Handel auf die Torres Strait-Inseln, ja sogar bis zum Cape York an die Spitze Australiens. Eine Woche nach unserer Ankunft ist der Wasserstand wieder normal. Man kann keine Barramundis mehr fischen. Die Männer laden uns deshalb ein, sie demnächst zum Wapa-Riff im Süden zu begleiten. Hier die Harpunen, die sie für die Jagd brauchen. Die Tage vergehen und wir fühlen uns, als hätten wir nie anders gelebt. Es ist wie im Paradies. Die meiste Zeit verbringen wir mit süßem Nichtstun. Was für ein herrliches Leben. Braucht man etwas zu essen, werden die Netze ausgeworfen. Fische gibt's in diesen Gewässern im Überfluss. Diesmal ziehen wir eine Menge Meereschen und Fadenfische heraus. Ja, und hat man genug gefangen, wird gegessen. Die Zubereitung übernehmen die Frauen. Fische werden neben dem Feuer gegart, niemals darüber. Bambusspieße halten die Fische zusammen. So kann man sie auch leicht wenden während des Bratens. Eine
einfache, kraftsparende Angelegenheit. Und Abwasch hat man auch keinen. Zu Fisch und Fleisch wird immer Sago gegessen. Gewöhnlich wird er auf diese Weise zubereitet. Gebratener Fisch mit Sago ist eine von Malcolms Lieblingsspeisen. In den kleinen Gärten bauen die Frauen eine besondere Pflanze an, Sadi. Sadi-Wurzeln sind sehr gefragt und erzielen auf dem Markt von Daru hohe Preise. Die zerstoßenen Wurzeln ergeben ein extrem gefährliches Gift, das Fische und andere Meerestiere töten kann. Die jungen Männer möchten liebend gern unseren Außenbordmotor in ihrem Kanu ausprobieren. Es wäre genau der richtige Zeitpunkt, sagen sie, ein paar Kilometer draußen vor der Insel das Gift zu testen. Wir waren auch dabei, als Aborigines der Kimberley-Küste giftige Pflanzen zum Fischfang einsetzten. Nun sind wir gespannt auf die Wirkung von Sadi. Also schauen wir mal. Na, ist das nicht ein hartes Leben? Jetzt bei Ebbe findet man im flachen Riff kaum wassergefüllte Löcher. Aber selbst im seichten Wasser, sagen die Männer, gibt es genügend Nahrung. Das zerstoßene Sadi wird aufs Wasser gestreut und zeigt alsbald Wirkung. Die Seeschwalben kennen das Spiel schon und schnappen sich flink die kleinen Fische, bei denen das Gift sehr schnell wirkt. Vorher konnten wir im seichten Wasser kaum Anzeichen von Leben entdecken. Aber nun schwimmen Dutzende anscheinend toter Fische an der Oberfläche und müssen nur noch eingesammelt werden. Sie sind zwar klein, doch wegen ihres köstlichen Aromas sehr gefragt. Und da kommt noch ein Leckerbissen. Das Gift treibt auch Tintenfische aus ihren Verstecken. Bevor die Flut eintritt, haben wir einen Sack voller betäubter Fische und Tintenfische. Obwohl Sadi das zentrale Nervensystem angreift, kann man die Fische völlig gefahrlos verzehren. Manchmal, so erzählen die Männer, gelingt es ihnen sogar bei Ebbe, große Fische auf den Riffen vor den Torres Strait-Inseln aus dem seichten Wasser zu holen. Ein paar Kiwai-Männer sind eingetroffen und tauchen nach dem tropischen Crayfish. Langusten, die sich gewöhnlich in den Spalten der Korallenriffe verstecken. Diese herrlich bunten Krustentiere wandern alljährlich zu Tausenden in Richtung Osten zu ihren Laichgründen in der Nähe von Port Moresby. Die Fischereikompanie von Daru kauft die Langusten gern. Die Schwänze werden mit Gewinn in die USA exportiert. Das Meer ist ein unerschöpfliches Nahrungsreservoir. Kein Taucher kommt mit leeren Händen nach oben. Hier ein prachtvoller Zackenbarsch. Diese Perlmuschel und die Faltenschnecke bringen auch gutes Geld. Als sich die Langustenfische auf die Heimfahrt vorbereiten, verlassen auch wir das Riff mit Kurs auf Kadawa.
Es ist gute Tradition bei den Küstenbewohnern, jedes Jahr mehrere der Torres Strait-Inseln anzulaufen und dort Handel zu treiben. In dieser Woche ist es wieder soweit und die Frauen weben die Pandanus-Schlafmatten, ein immer gewinnbringendes Handelsobjekt. Die Pandanusblätter werden gespalten und getrocknet und so für die Weberei vorbereitet. Als Malcolm nach der Herkunft der lila Farbe fragt, ist er von der Antwort einigermaßen überrascht. Man zieht die Farbe aus dem Packpapier des chinesischen Händlers, der den Dorfladen betreibt. Jetzt, am Ende der Trockenzeit, sind viele Brunnen leer. Aus diesem kann man nur bei Flutwasser schöpfen. Natürlich ist es brackig. Hier einer der wenigen intakten Süßwasserbrunnen. Wir versorgen uns für die Fahrt auf dem Motu Motu in Richtung Dorney Island. Diese Plastikbälle waren einmal Schwimmer, die von japanischen Fischtrawlern stammen. Sie werden sehr gern als Wasserbehälter benutzt. Drei Motu Motus sollen mit den beständigen Südostwinden segeln, die kurz vor Beginn der Regenzeit weniger heftig wehen. Durch den Handel mit den Insulanern kommen die Dorfbewohner auch zu Bargeld. Auf den Torres Strait-Inseln, die zu Australien gehören, ist jede Menge Geld im Umlauf. Deshalb werden so viele Matten wie möglich verstaut. Jede freie Ecke wird ausgenutzt. Weiter im Süden, bei den Thirsty Islands, ist eine Matte 20 australische Dollar wert. In 2 Wochen etwa, wenn alles verkauft ist, werden die Dorfbewohner zurück sein. Mit dem Niedrigwasser verschwinden, wie bereits erwähnt, auch die Barramundis. Und so wird das größte Motu Motu für die lange geplante Fahrt zum Warper Riff bei den Torres Straits vorbereitet. Wir befestigen den Außenbordmotor am Boot. Er wird uns helfen, das Riff besser zu erkunden. Sicher werden wir einige Tage unterwegs sein. Deshalb verstauen wir ausreichend Brennholz unter Deck. Endlich sind wir auf See. Die schäumende Gischt unterm Bug, das hebt die Stimmung. Das lange Steuerruder ist ständig in Bewegung, bestimmt Geschwindigkeit und Kurs. Trotz der schwachen Winde machen wir gute Fahrt. Ein Stück vor der Küste, dort wo die Riffe liegen, bilden sich oft hohe Wellen. Ein paar Männer müssen dann auf die Ausleger, um das Boot im Gleichgewicht zu halten. Die Männer sind hinter Schildkröten her. Als wir das vorderste Riff erreichen, geht einer in den Ausguck. Aibedubu, der Kapitän, hält seine Harpune bereit. Das Motu Motu mit seinem geringen Tiefgang kann auch dort über die Riffs gleiten, wo die Schildkröten ihre Mahlzeit halten. Bis zum frühen Nachmittag erlegen wir nicht eine einzige Schildkröte. Wir beschließen, Langusten zu fangen. Sie sind in diesen Gewässern sehr zahlreich. Fast unter jedem Vorsprung in den Korallenbänken verbirgt sich ein stattliches Exemplar. Wir nähern uns jetzt dem nördlichsten Zipfel des Great Barrier Reefs. Bei Sonnenuntergang sind die Männer müde und niedergeschlagen. Es war ein langer Tag ohne Jagderfolg. Schildkrötenfleisch gibt's nicht zum Abendessen. Aber einen Tee wird sich Malcolm auf jeden Fall aufbrühen.
Das Bett ist genau dort, wo man gerade einschläft. Am Morgen frischt der Wind auf. Der Mann im Ausguck zeigt eine Seekuh an. Jeder nimmt seinen Posten ein. Aber das Tier taucht und entkommt. Längst sind wir in australischen Gewässern. Doch ein Abkommen erlaubt es beiden Ländern, hier zu fischen und Meerestiere zu jagen. Als Namu das Steuer übernimmt, wendet sich das Blatt. Wieder zeigt der Mann im Ausguck die Beute an und diesmal trifft die Harpune ihr Ziel. Jeder Handgriff sitzt. Die Mannschaft ist aufeinander eingespielt. Gemeinsam wird die Meeresschildkröte an Bord gehievt. Die Jagdtechnik ist seit Generationen unverändert. Schildkrötenjagd ist kein Sport. Die Tiere bilden die Nahrungsgrundlage für den ganzen Stamm. Unglücklicherweise wird mehr und mehr das Geld zum Zahlungsmittel Nummer 1. Die Leute verkaufen also viel Schildkrötenfleisch auf dem Markt von Daru. Größere Schiffe und stärkere Motoren führen ebenfalls zur Dezimierung des Schildkrötenvorkommens in Küstennähe. Die Naturschutzbehörden überwachen den Bestand sehr genau. Aber eine generelle Lösung des Problems muss noch gefunden werden. Wird das Harpunenloch nicht verstopft, stirbt das Tier. Zur Mittagszeit ist Albedobo zufrieden. Mehr Schildkröten hätten kaum Platz an Bord. Deshalb ertönt das Kommando zur Heimfahrt. Nun haben wir uns ein gutes Essen verdient. Das Fleisch einer Schildkröte wird an die Mannschaft verteilt und einen Teil davon kochen die Männer gleich. Was übrig bleibt, nimmt jeder mit ins Dorf für seine Familie. Ein stetiger Südostwind treibt uns zum Festland zurück. Ein Außenstehender empfindet angesichts des Schicksals dieser Tiere vielleicht Mitleid. Aber die Jäger müssen ihre Familien versorgen. Und Schildkröten waren immer ein Hauptnahrungsmittel für die Bewohner dieser Küstenregion. Auch die Frauen leisten täglich ihren Beitrag zur Bereicherung des Speisezettels. Bananenstecklinge werden im Garten eingepflanzt. Diese Frau ist mit Kokosnüssen, Krabben und einem Korb voller Mangos bepackt. Die steigende Flut treibt die Garnelen wieder in Ufernähe. Wann immer wir Lust auf Garnelen haben, wir brauchen nur das Netz auszuwerfen. Thank you.
Manche Garnelen sind so groß, dass sie eher wie kleine Langusten aussehen. Bei Flut erreicht das Wasser fast die Hütten. Kokospalmen bilden den vordersten Schutzwall gegen die Meeresgewalten. Jede Familie besitzt einige dieser Palmen und niemand käme auf den Gedanken, Nüsse von einem Baum zu holen, der ihm nicht gehört. Man braucht Übung und Geschicklichkeit, um an den langen, dünnen Stämmen emporzuklettern und um an die Kokosnüsse zu kommen. Kokosnüsse bereichern oft den Speiseplan. Ihre Milch wird besonders wertvoll, wenn Süßwasser knapp ist. Geriebene Kokosnuss mit Sago. Ein Gericht, das Malcolm immer gern isst. Die teigartige Masse wird neben dem Feuer gebacken. Tagsüber arbeitet man draußen oder liegt bequem im Schatten der Bäume. Nur nachts geht man in die Hütten. Jeden Morgen säubern die Frauen das gesamte Dorfgebiet. Sie benutzen dazu Besen, die aus den Rippen von Palmwedeln hergestellt werden. Die Küstendörfer haben seit mehr als 100 Jahren Kontakte mit Europäern. Der langsame Prozess der Integration hat Spuren hinterlassen. Doch es wird noch lange dauern, bis Elektrizität und anderer neuzeitlicher Komfort hierher kommt. Durchaus brauchbare Wäscheklammern macht man mühelos aus gespaltenen Bambusstücken. Alle Frauen können solche Körbe aus den Blättern der Kokospalme flechten. Ein paar Wochen halten die Dinger. Gehen sie auseinander, macht man neue. Die Kinder von Kadawa haben ein herrliches Leben. Zwar schickte die Regierung einen Lehrer ins Dorf, der die Kinder dazu anhält, den Unterricht zu besuchen, aber eigentlich beginnen jeden Tag nach Schulschluss die Ferien. In den Spielen imitieren die Mädchen Tätigkeiten ihrer Mütter. Hier suchen sie bei Ebbe Muscheln. Man braucht scharfe Augen und eine Portion Erfahrung, um die Venusmuscheln auszumachen, die sich dicht unter der Oberfläche eingegraben haben.
Vom Strand wird signalisiert, dass Feuer brennt. Feuer bringt man mit einem Metallkorb überall dorthin, wo es gebraucht wird. Die Mädchen wollen unbedingt, dass wir ihre Muscheln probieren. Als wir seinerzeit Kadawa zum ersten Mal besuchten, waren die Kinder zu scheu, uns an ihren Spielen und kleinen Abenteuern teilhaben zu lassen. Heute erleben wir fast täglich zusammen mit ihnen neue Überraschungen. Wir sind nun schon viele Wochen hier und es wird Zeit, weiterzuziehen. Den Fly River hinauf, wo wir die Sumpf- und Dschungelbewohner aufsuchen wollen, deren Leben sich so sehr von dem augenfällig angenehmeren der Küstenbewohner unterscheidet. Auf der Fahrt zum Fly River treffen wir die Eye of the Wind. Junge Leute aus vielen Ländern bilden die Schiffsbesatzung für eine Reise rund um die Welt. Die Einfahrt in die Toro-Passage, einen schmalen, tiefen Kanal, der zwischen dem Meer und dem Fly River Delta liegt. Die Toro-Passage ist die Hauptschifffahrtsstraße für die Handelskanus. Diese Leute sind seit Tagen unterwegs. Sie kommen nur vorwärts, wenn Wind und Gezeiten günstig sind. Die Mango-Saison hat begonnen. Wir wollen keinem wehtun, also kaufen wir bei allen. Wir lassen die Händler, die auf den Gezeitenwechsel warten, hinter uns und fahren hinaus in den Hauptstrom, der hier 50 Kilometer breit ist. Der ständige Wechsel von Ebbe und Flut, richtungsändernde Strömungen und Winde machen das Wasser unruhig und heimtückisch. Von Norden her kündigen die ersten Stürme die bevorstehende Regenzeit an. Wir suchen Schutz in Ufernähe. In einer kleinen Bucht finden wir den richtigen Platz. Jetzt bei Niedrigwasser sichert Malcolm das Boot gegen die Flut, die uns nachts erreichen wird. Die Kiste mit dem gesamten Filmmaterial lassen wir nie im Boot zurück. Glück muss man haben. Auf einer Lichtung nicht weit vom Fluss finden wir eine verlassene Hütte. Hier schlagen wir unser Nachtlager auf. Übrigens, wir können Ihnen so ein einfaches, wenig komfortables Leben sehr empfehlen. Aber Sie sollten auch der Einsamkeit etwas abgewinnen können und Sie sollten vor allem unerschütterliches Vertrauen zu sich und Ihren Fähigkeiten haben. In der Nähe findet sich ein altes, vom Urwald beinahe überwuchertes Kanu. Der Dschungel birgt eine schier unfassbare Fülle von Schönheiten. Viele der Orchideen, die hier massenhaft wuchern, züchtet man mit Liebe und großem Aufwand in den Gewächshäusern der Welt. Les, Mitglied der Sydney Orchid Society, nutzt jede Gelegenheit, einige der schönsten Arten in ihrer natürlichen Umgebung zu betrachten. Thank you.
Am Morgen vervollständigt Malcolm unser Tagebuch. Und dann fahren wir 200 Kilometer flussaufwärts zum Bury Creek, Heimat der Suki. Vor gar nicht allzu langer Zeit waren die Suki gefürchtete Krieger. Jetzt leben sie friedlich, jagen und sammeln die Früchte des Dschungels und der Sümpfe. Auf seiner letzten Reise schloss Malcolm hier erste Bekanntschaften. Nun setzt er seine ganze Hoffnung darauf, ein großes Kanu zu bekommen, mit dem wir weiter flussaufwärts können. Seine Polaroid-Kamera ist die Sensation. Bald schon hat er hier eine Menge Freunde. Sein einziges Problem, wie stellt er es an, damit wirklich jeder sein Foto bekommt? Wir müssen endlich auch wieder Proteine zu uns nehmen. Also fragt Malcolm, ob sie Fleisch zu verkaufen haben. Der Junge bietet ihm ein Bandicoot, ein Beuteldachs, an, den er gerade auf einem Dschungelstreifzug erlegt hat. Die Tiere sind klein, aber hochgeschätzt wegen ihres zarten, süßlichen Fleisches. Das Suki-Dorf liegt am Zusammenfluss des Bury Creek mit dem Fly River. Flüsse müssen als Straßen herhalten, auf denen die Dorfbewohner bei ihrer Suche nach Nahrung lange Strecken zurücklegen. Malcolm interessiert besonders, wie und mit welchen Techniken die Menschen hier jagen und ihre tägliche Nahrung sichern. Gunemu dreht Rindenfasern zu Schnüren, die wiederum zum großen, runden Fischernetz der Familie werden. Man erzählt uns, wie die schnell trocknenden Sümpfe oft so flach werden, dass sie sich in perfekte Fischfallen verwandeln. Gunemu ist zu alt, um auf Nahrungssuche zu gehen. Aber sie übernimmt andere Aufgaben für die Familie. Einige Kilometer hinter dem Dorf geht der Dschungel in Wiesen und Sümpfe über. Die jungen Frauen untersuchen die flachen Tümpel nach Anzeichen von Fischen. Da, ein erschreckter Fisch springt über ihre Köpfe hinweg und schon ergreift alle das Jagdfieber. Die Fische, die sich noch in den tieferen Stellen aufhalten, werden ins Flache getrieben und dort gefangen. Taucht ein besonders schönes Exemplar auf, gibt's auch schon mal eine Rangelei. Aber es bleibt immer Spaß. Obwohl es entsetzlich heiß und feucht ist, klagen die Frauen schon bald über das kalte Wasser. Mit so einem Fang kann man aber auch getrost ins Dorf zurückkehren. Krokodile, Meister der Tarnung, trifft man häufig in den Sümpfen und Flüssen. Perfekt an die Umgebung angepasst, wie das in der Bildmitte, lauern sie im Schatten. Während der Trockenzeit werden sie erbarmungslos gejagt, denn ihre Häute sind die einzige verlässliche Einkommensquelle der Dorfbewohner.
Das sind Neuguinea-Süßwasserkrokodile. Voll ausgewachsene Exemplare sind potenzielle Menschenfresser. Nach Wochen in den Sümpfen kehren die Jagdtrupps am Ende der Trockenzeit zurück. Auch Jäger aus anderen Dörfern kommen, um die präparierten Häute einzutauschen. Beim Verkauf einer Haut gibt es verschiedene Kriterien. Vor allem der Bauchumfang, die Qualität des Leders und die Art des Krokodils. Häute von Salzwasserkrokodilen, die auch in Süßwassersümpfen leben, erzielen die höchsten Preise. Pfeil- oder Speerlöcher mindern den Wert der Haut. Vielleicht werden diese heute einmal die Schaufenster exklusiver Läden in Europa in Form von Brieftaschen, Handtaschen oder Schuhen zieren. Die Aufkäufer Corner aus Lay und Bukabob, der den etwas abwertenden Spitznamen Rubbish trägt, haben eine regierungsamtliche Erlaubnis, heute zu kaufen. Bis zum Monsun, dem Ende der Jagdsaison, wohnen sie im Dorf. Papua-Neuguinea ist eines der letzten Gebiete, in dem Krokodile noch häufig vorkommen. Glücklicherweise regeln strenge Gesetze den Fang. Alle Reptilien von über 2 Metern Länge sind geschützt. Damit ist sichergestellt, dass genügend Tiere für die Vermehrung vorhanden sind. Unlängst forderte die Regierung dazu auf, kleinere Krokodile lebendig zu fangen und in den Dörfern Krokodilfarmen aufzubauen. Damit hätten die Menschen ein sicheres Auskommen und die größeren, in freier Wildbahn lebenden Krokodile könnten sich ungestört fortpflanzen. Malcolm lernte Corner bei seinem ersten Besuch in dieser Gegend kennen. Damals drehte er einen Film über das größte Einbaumkanu, das je in der Provinz gebaut wurde. Corner brachte einen Dieselmotor an diesem Boot an und fuhr hinauf zum Bure Creek, um Krokodilhäute zu kaufen. Er blieb im Dorf und errichtete dort eine Sägemühle. Nun wird das Boot mit einem neuen großen Ruderhaus versehen zu Wasser gelassen. Wegen seiner Größe nennen sie es Barbie, das Krokodil. Die leuchtend bunten Geisterbilder garantieren ihm, so versichern die Einheimischen, allzeit gute Fahrt. Mit diesem Kanu werden wir in die Nebenflüsse des Fly River fahren. Die Expedition wird viele Wochen dauern und wir werden bis in die entlegensten Landstriche Papua-Neuguineas vorstoßen. Bardi soll unsere Basis bleiben, wenn wir uns mit dem Quentex die kleineren Flüsse hinaufwagen. Eine Probefahrt gibt uns letzte Sicherheit, dass alles in Ordnung ist. Der Diesel tuckert gleichmäßig. Alle Vorbereitungen sind abgeschlossen. Die Fahrt beginnt. Nicht im Traum ahnt Malcolm, dass dieses Abenteuer zur schlimmsten Katastrophe wird, die er je erlebt hat. Und hier einige Szenen aus dem zweiten Teil von Land of the Long Canoes. Unsere Reise endet abrupt durch einen schrecklichen Unfall. Nach tagelangem, qualvollen Kampf erreichen wir die Suki, wo unser Überleben gefeiert wird. Die Kanu-Expedition wird abgebrochen und wir bleiben vorerst im Dorf. Zusammen mit den Jägern auf der Suche nach Nahrung dringen wir immer tiefer ein in die ausgetrockneten Sumpfgebiete. Später fahren wir nach Osten zu den Kamulas und begleiten sie auf ihren erbarmungslosen Treibjagden in den Tiefen des Dschungels. Wir werden Augenzeugen ihrer aufregenden, farbenfrohen Riten. Und bei Beginn der Regenzeit besuchen wir die unvergesslich schönen Wawai-Wasserfälle. Es wird eine anstrengende, abenteuerliche Reise. Wir sind sicher, Sie werden uns wieder begleiten.